Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dein Verein Sturm Graz. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und ich freue mich, dass wir wieder Teil Ihres Montagabends sein dürfen. Und mit mir meine ich unseren Sky-Experten noch, Manuel Ortlechner. Servus Manuel. Servus, hi. Ein 2:1 gegen Salzburg, ein 0:4 dann im Cup gegen Salzburg, ein 1:1 in Wattens. Christian Ilzer hat gesagt, das war eine Hochschaubahn der Gefühle diese Woche. Wo stehen der Rollercoaster gerade? Das kann ich auch verstehen natürlich, weil ich finde, Sie haben uns eigentlich sehr gute Leistungen angeboten, speziell gegen die Salzburger. Jetzt gegen die WSG Ups and Downs, sehr bitter, wie ich finde natürlich, aber trotzdem, man ist grundsätzlich auf Kurs, aber man pendelt ja auch in der Tabelle jetzt, glaube ich, mal dort ein, wo man, glaube ich, auch jetzt hingehört. Wo man sich auch selbst sieht oder wo nur du sie siehst? Das ist die Frage, was der interne Anspruch ist. Vor ein paar Runden oder wie wir in das neue Jahr reingestartet sind, waren ja nach Verlustpunkten die Grazer sogar Tabellenführender. Bitte korrigiere mich, ob ich jetzt einen Blödsinn sage, aber ich glaube, es war sogar so. Und zumindest waren wir gleich auf mit den Salzburgern. Und jetzt ist man doch einige Punkte hinten. Ich finde, die Leistungen sind grundsätzlich in Ordnung. Aber punktemäßig hat man nicht die Beute ergattert, die man vielleicht erhofft hätte. Aber die Frage ist, was die Internet sich setzt. 2021er, genau. Ja, darüber werden wir noch sprechen. Jetzt schauen wir mal aber auf den Ausgleichstreffer. Tobias Anselm von Wattens hat ja die Tirol in Führung gebracht. Und dann in der Nachspielzeit hoher Ball nach vorne, der wird verlängert. Und dann ist es halt die Geschichte, dass dann ausgerechnet Kelvin Yeboah dieses Tor macht. Über den Jubel, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht großartig diskutieren, Manuel. Du hast diskutiert auf Twitter darüber. Ja, weil ich es natürlich immer interessant finde, wenn Spieler gegen Ex-Vereine treffen und dann natürlich die jeweiligen Fancrowds in den Kopf zerdenken. Darf man das, darf man nicht? Also ich bin der absoluten Meinung, dass man, wenn man da erzielt, dass man sich freuen darf. Ja, er hat sich entschuldigt, das ist jetzt keine große Sache. Das kochen wir jetzt nicht hoch. Sehr richtig. Also ich bin voll bei ihm. Aber er hat gezeigt, wofür er geholt wurde in diesem Moment. Ja, und auch die Einwechslung, finde ich, zeigt das Goldhändchen vom Trainer und den richtigen Zeitpunkt dann auch gebracht. Ich habe fast schmunzeln müssen dann natürlich beim Zeitpunkt des Tors. Natürlich schon bitter für die WSG und natürlich hoch. Ja, das bietet nur der Fußball eigentlich solche Stories. Absolut. Und jetzt wollen wir natürlich den Kelvin Yeboah hören und auch dem Trainer eben zu seiner Strategie, ihn erst später zu bringen, um ihn auch ein bisschen zu schützen. War emotional für mich und die Mannschaft. War 90 Minuten die letzte Chance zum Tor machen und glücklich habe ich getroffen. Es war mein Gefühl, einfach ihn ein bisschen den Druck da zu nehmen. War natürlich auch von den zwei Salzburg-Spielen ist auch ein bisschen was drinnen gehängt. Ich habe geglaubt, dass zum Schluss ganz gut passt auf ihn. Und ja, er hat uns mit einem schönen Tor dann einen Punkt gebracht. Ja, den Druck, den hat er ihm auf alle Fälle genommen. Aber Manuel, der hätte ja 3-4 Tore auch schießen können, oder? Wenn er von Beginn an gespielt hätte, wie man beim Hetiwari. Hetiwari natürlich, ja. Ja, aber er ist schon eine Waffe und der wird sich natürlich die nächsten Wochen noch besser einfinden. Aber es war wirklich eine sehr intensive Woche. Das hat man bei einigen Spielern auch gesehen. Da war ein bisschen der Dank leer auch. Und deswegen kann man unterm Strich den Punkt auch, denke ich, so mitnehmen. Ja, absolut. Wie sprechen wir jetzt über dieses Jahr 2021? Über das 21er Jahr oder über die Saison? Über das 2021er Jahr. Das ist gemein natürlich, weil das ist, glaube ich, ja, unterdurchschnittlich, wie, wenn ich mir denke, was haben sie eigentlich im Herbst abgeliefert, was haben sie uns angeboten. Jetzt kann man sagen, und mein Kollege Marc Janko sagt immer, man hat überperformt. Boah, ich bin mir nicht sicher, ob man überperformen kann. Ich denke, man kann nur das rausholen, was in einem drinnen steckt und nicht etwas rausholen, was in einem nicht drinnen steckt. Also hat man eigentlich im Herbst mehr das Potenzial abrufen können als jetzt. Warum, wieso, weshalb, deswegen ist man auch oft, ja, wieder schleierlich. Ja. Hören wir mal rein, wie der Trainer denn die aktuelle Situation und dieses neue Jahr 2021 sieht. Wir sind auch auf der Suche nach Beständigkeit. Wir haben immer wieder ganz gute Phasen drinnen in unseren Spielen, haben uns dann auch durch Umstände, die wir selbst verschuldet haben oder für die wir wenig dafür können, haben dann immer wieder aus der Balance gebracht. Ergebnistechnisch ist es so, dass wir trotzdem ganz gut dastehen. Wir haben jetzt 3 Punkte weniger wie im ersten Durchlauf. Von dem her ist das absolut okay, aber wir müssen jetzt einfach versuchen, dass wir uns auf dieses Niveau, das wir im Herbst schon gehabt haben, dass wir uns dorthin wieder annähern und dann auch wirklich dort stabilisieren. Dann, glaube ich, können wir ganz zufrieden sein. Also man möchte wieder auf dieses Level natürlich kommen, auf dem man im Herbst war. Was fehlt denn aktuell auf dieses Level? Puh. Man war schon sehr effizient im Herbst, das muss man auch dazu sagen. Da gab es Spiele, die man dann eher glücklich gewonnen hat. Das hat dann vielleicht auch das Bild ein bisschen verfälscht. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt die Gesamtsituation bewerten darf, die Mission, die ab Sommer gestartet wurde mit dem Trainer, auch den Andi Schicker, der dann auch noch relativ neu in seiner Funktion auch war, wo man den Club auch hinbringen will,
Vielleicht ist man auch zu schnell unterwegs, wobei es zu schnell gibt im Sport nicht, weil man will ja von Beginn weg natürlich erfolgreich sein. Aber man ist absolut auf Kurs und ich denke auch, dass man mit den Strukturen, die man neu eingezogen hat, schon auch nachhaltig unterwegs ist. Und Sturm Graz befindet sich jetzt wieder dort, auch wo ich es grundsätzlich auch sehe. Also eine Top-4-Mannschaft. Es wird Möglichkeiten und Saisonen geben, wo man wahrscheinlich weiter nach oben reinschnuppern kann. Aber grundsätzlich sollte man immer zu den Top 4 zählen und das tut man momentan auch. Also deswegen denke ich, ist man voll auf Kurs. Absolut, voll auf Kurs. Und jetzt kommen wir zu einer Rubrik. Lang, lang ist's her, da haben wir wieder mal eine gespielt. Jetzt ist es wieder Zeit. Wer weiß mehr? Jakob Jantscher und Günter Neukirchner. Bitte, der Ältere, natürlich. Genau, der Jüngere fängt an. Okay, dann fange ich an. Ronny Gersaglio. Hansi. Na, der, das haben wir nicht, dass der zweite bei dir gespielt hat. Ja, sehr, was das ist. Ronaldo. Messi. Was? Ja, du hast ja gar keine Ahnung. Ne? Jetzt habe ich so extra nicht Haaland, weil man gedacht hat, der Messi hat sicher 4 Tore geschossen. Super Start. Das haben wir schon später gehört. Toni Polster. Burgstaller. Ivan Schitz. Alaba. Der Herzl. Wer ist der nächste gewesen, oder was? Wirklich? Ja. Scheiß drauf, geben wir nicht zusammen. Punkt jetzt. Betze? Betze? Marco? Noch durch? Nein. Vardy. Salah. Ich weiß gar nicht. Bravo. Hätte noch ein paar, gehabt, glaube ich. Mané. Ja. Rashford ist sicher auch. Ja. Jetzt, was du sagst. Naja, mit dem kann ich gut leben. Ja. Tja, da hat sich der Jakob Jantscher gleich selbst früh aus dem Spiel genommen. Klarer Sieg für Günter Neukirchner. Manuel, Routine? Setzt sich durch. Er musste aber auch nicht viel dazu beitragen. Das stimmt auch wieder. Ja, nein, er hat das clever gemacht. Respekteinflößend, wie und je, Günter Neukirchner. Ja, aber trotzdem zwei absolute Sturmlegenden, beide absolute Sympathieträger auch. Also ich mag beides sehr. Absolut. Und Jakob Jantscher, der wievielte Frühling ist das? Ich glaube, dass er schon Richtung Winter sogar tendiert, aber es gibt ja auch schöne Winter und der Winter in seiner Karriere, den gestaltet er gerade momentan sehr, sehr schön. Absolut. Und wenn wir bei der Routine sind, dann kommen wir zu einer nächsten beliebten Reihe bei uns, und zwar einer von uns. Sie kennen unsere Reihe mit Roland Goriop und jetzt spricht er über seine, über die Rolle von Sturm in seinem Leben. Das fängt beim Zeitablauf ab, also jeden Tag sind mindestens vier Stunden, die ich aktiv für diesen Verein oder mit diesem Verein verbringe. Sämtliche Wochenendplanungen gehen seit Jahren natürlich mit Spielen jetzt bei den Amateuren in der Regionalliga, ebenfalls mit Sturm, also sicherlich ein Hauptpunkt in meinem ganzen Lebensplanung oder Lebensablauf nimmt da natürlich der Verein auch ein. Ja. Es ist was Besonderes, weil wir eben da auch einen sehr, sehr guten Austausch mit den anderen Trainern gemeinsam haben und mit diesem Ritual, das die Dress anziehen, sich in das Trainingsgewand zu werfen und mit dem Logo auf der Brust dann mit anderen Kollegen sich zu unterhalten, hat schon was Verbindendes und ist nach wie vor ein sehr, sehr schönes Gefühl und kann man als Trainer genauso weiterleben, wie man es als Spieler eigentlich auch gehabt hat. Ein vielbeschäftigter Mann, dieser Roland Goriop, hat ja mehrere Projekte laufen, unter anderem ja auch Tormann-Trainer bei den Amateuren. Und ich finde das immer wieder schön, noch diese Leidenschaft für einen Verein, wo man schon längst aufgehört hat, dass da dem alles unterordnet.
Ja, ich finde es auch clever, wenn man natürlich so verdienstvolle Spieler auch nach der Karriere für die Idee, irgendwas beim Verein natürlich auch zu machen, gewinnen kann. Und da ist er, aber auch ein Günther Neukirchen, das sind da für die Paradebeispiele bei Sturm. Absolut. Da sind immer noch andere einfallen, sogar Legenden. Aber wahrscheinlich gibt es jetzt so viele Spots und Slots im Verein. Da gibt es genug Legenden, ja. Ein paar sind schon woanders hingegangen. Ja. Aber jetzt sprechen wir über die Austria. Am Sonntag ist es soweit. Was erwartest du dir? Was dürfen wir uns als neutrale Zuschauer erwarten für ein Spiel? Ja, ein sehr spannendes Spiel natürlich, weil es in dem Fall, glaube ich, für die Austria sogar um viel, viel mehr noch geht als für Sturm. Sie haben es jetzt im Derby so lala präsentiert, wie ich finde. Da hätte ich eigentlich etwas mehr erwartet. Die Runden davor waren es ganz gut unterwegs. Ein bisschen stabiler präsentieren sie es jetzt, die Austrianer. Aber trotzdem würde ich in diesem Spiel trotzdem Sturm favorisieren, auch wenn das heurige Kalender ja noch nicht so läuft, wie man es vielleicht auch selber vorstellt. Es wird auf alle Fälle ein hochintensives Spiel werden. Ja, es war auch vorher der Partie gegen Wattens ein großes Thema bei Christian Ilzer, da vor allem, da es bei dem Gegner um viel geht, dass man selbst auf diese emotionale Ebene kommt. Aber da, finde ich, haben sie auch gegen Tirol überhaupt kein Problem gehabt. Bin ich voll bei dir. Das war ein Spiel, wo ich denke, das war über Phasen sehr ausgeglichen. Die Anfangsphase eher an die Tiroler, dann aber war Sturm wieder da. Dann gingen die nicht unverdient in Führung. Also ich denke, es gab Ups und Downs, aber es hat der Trainer auch in den Interviews gesagt, dass man momentan auch zu unbeständig ist. Wenn man es schafft, über 90 Minuten eine Top-Leistung abzuliefern, dann wird es der Austausch schon schwerfallen zu punkten. Ja, können auch dann gespannt sein, ob Wüthrich wieder fit ist, wie dann die Aufstellung aussieht. Jeboah hat sich natürlich auch empfohlen. Wie siehst du denn die Rollenverteilung im Sturm? Welche Kombination gefällt dir denn am besten und ist auch für die Austria passend? Also ich glaube schon, dass man es auch anpassen kann an den jeweiligen Gegner. Und wenn ich denke, in der Innenverteidigung bei der Austria-Seite, das ist Schösswendner und wahrscheinlich mit Pablo Braun werden es reingehen, hat Schössi sicher natürlich auch seine Schnelligkeitsdefizite, das weiß er auch. Das kann ein Palmer Brown super kompensieren, weil er also einer der schnellsten Spieler ist auch bei der Austria. Also da könnte man den Jeboah schon drauf ansetzen, das wäre so eine Waffe. Auf der anderen Seite gibt es nicht nur im Sturm diverse Konstellationen, die zusammenpassen, sondern fast auf jeder Position. Absolut. Sind wir gespannt, wie sehr. Christian Nilzer seine Mannschaft aufstellt, wie die Grazer spielen. Natürlich live bei uns auf Sky. Manuel, Dankeschön. Und wir sind dann nächsten Montag wieder für Sie da. Dankeschön.